Wolfgang Heinrich hat das Wort. Ja, schönen Dank nochmal, Pastor. Vielen Dank, Herr Brüder, dass Sie so viel Interesse nehmen hier an meinem Leben, meiner Entwicklung. Ja, ich muss da mal gleich mein Alter nennen. Ich bin Jahrgang 28. Und wer diesen Jahrgang damals hatte, der wurde am Ende des Krieges eingezogen von der Schule. Und zwar immer die ganze Klasse. Und die nannten sich dann Flakhelfer oder Luftwaffenhelfer. Der Papst war auch einer, übrigens. Ja. Und wir wurden nicht gefragt, sondern das wurde einfach gesagt, da stellte sich der Rektor, wir waren da in einem KLV-Lager, also Evakuierungslager in Zittau, der kam dann morgens raus beim Flaggenabwehr und sagte also die Klasse, so und so, die rückt am 10. Januar ein zu den Luftwaffenhelfern in Berlin. Das war unsere Heimat. Naja, haben wir gedacht, vielleicht gibt es da besseres Essen. Und so, nicht? Ein Feindbild kannten wir nicht, obwohl ja schon bombardiert wurde. Und, aber man wusste auch einfach zu wenig. Also wurde man Flakhelfer. Nun, ich habe darüber ein Buch geschrieben, das könnt ihr im Internet auch sehen. Und, davon will ich aber jetzt nicht erzählen, das würde also bis übermorgen früh dauern, sondern nur diese Flakbatterie, bei der ich dann zum Schluss war in Berlin-Biesdorf, 10-5-Batterie, schwere Flak. Die musste zum Schluss eben im Erdkampf gegen die Russen schießen. Ne? Die kamen dann da an und ich habe dann eben auch erlebt, wie die Batterie aufgegeben werden musste. Die Geschütze wurden gesprengt und ich sehe auch immer noch vor mir, wie das Radargerät in die Luft flog. Ein Spiegel von hier bis da zum Fensterrund, der überschlug sich dann da so 10 Meter oder mehr hoch. Und da haben wir als Jungs natürlich gedacht, wir waren 17, naja, jetzt ist der Krieg aus. Jetzt gehen wir nach Hause. Aber ich hatte zu der Zeit kein Zuhause. Meine Mutter war auch evakuiert nach Thüringen und mein Vater war bei der Berliner Feuerwehr dort eingezogen. Und die hatte einen tapferen Offizier, einen Feuerwehrmann, nach Schleswig-Holstein geschickt, um sie zu retten. Die Fahrzeuge und die Männer. Denn sie wussten, die Engländer werden die nicht kaputt machen. Ja, also wo blieben wir? Sind wir drei Jungs dann gewesen. Wir müssen bis an die Elbe durchkommen. Da war von einem die Mutter auf einem Bauernhof und da wollten wir uns also irgendwie retten. Das Schlimme war nur, dass der Batteriechef nun alle, die nicht zu dem nächsten Treffen mehr gekommen waren, zum Tode verurteilen musste. Das tat er dann wohl auch nicht. Das hat mir nachher einer erzählt, der doch noch mitgegangen ist, aber heil weggekommen ist, hinterher aus der Kolonne der Gefangenen, die die Russen durch Berlin führten. Da ist der dann in ein Haus gerannt und kannte so die Umstände. Und die haben zwar hinterher geschossen, und der ist aber am Leben geblieben. Ja, also jetzt weiter. Wir sind nun bis an die Elbe. Dort wurden wir dann gefangen genommen von den Amerikanern. Die Umstände kann ich auch jetzt nicht näher erklären, obwohl die sehr, sehr interessant und originell waren. Und dann sah das erstmal alles ganz freundlich aus. Nicht? Das hieß ja immer, Jugendliche, die werden sowieso gleich entlassen und das nächste Entlassungslager ist dort und dort. Und dann sind wir auf Lastwagen verladen worden bei Neuhaus an der Elbe und durch die Lüneburger Heide gefahren worden nach Hannover. Da blieben wir eine Nacht auf einem Sportplatz. Waren inzwischen wahrscheinlich Tausende. Ne? Und von dort ging es dann weiter. Ich kannte ja die Gegend damals überhaupt nicht. Sah ich plötzlich ein Ortsschild, Hameln. Oh, habe ich gedacht, das ist ja die Rattenfängerstadt. Und dann ging es weiter durch das Weserbergland und plötzlich war da ein Schild, da stand Herford. Nicht? Dachte mir auch nichts. Und die Lastwagen hielten in der Salzuflerstraße. Da kamen noch Frauen an den Wagen und denen habe ich dann meine Brieftasche gegeben, weil ich dachte, naja, die entlassen uns ja jetzt hier in dem Entlassungslager und das hole ich mir nachher dann ab, damit mir das nicht einer wegnehmen kann. Und dann hielten die Lastwagen ungefähr da, wo heute der Edeka-Markt ist. Und dann hieß es, runter vom Lastwagen, let's go, mit dem Gewehrkolben so hinterher, ne, wenn es nicht schnell genug ging. Und alle auf diese Wiese rauf, zuerst mal meinetwegen 1000 Männer vielleicht.
Und jetzt kommt noch so eine originelle Sache. Am Eingang, da hatten die Amerikaner eine Grube ausgehoben und dann wurden alle untersucht und die Taschenmesser wurden alle in diese Grube geworfen. Und ich hatte am Ende meiner Dienstjahre eingeführt, sonnabends immer eine Fragestunde zu machen mit meiner Klasse. Und da haben die mich dann auch mal über solche Dinge gefragt und da habe ich das so kurz erzählt und habe gesagt, finden Sie dieses Loch noch wieder mit den 1000 Taschenmessern? Na, das ist nur so mal nicht mehr. Aber von da an hörte der Spaß dann auf. Wir standen dort nun im Regen und es kam immer mehr rein. Wer austreten musste, setzte sich so da am Rand irgendwo hin. Dann kamen die nächsten 1000 und liefen da durch und schleppten das kreuz und quer durch das Lager in einem so tiefen Schlamm ungefähr. Das ist so fast schon in die Soldatenstiefel reinquoll. Natürlich nichts zum Sitzen, nicht zum Schlafen hatten, da haben wir 3 Tage und 3 Nächte zugebracht. Kann man sich kaum vorstellen, dass das geht. Ja, und da habe ich dann, als wir nun jetzt. Ohne Zelt, ohne alles. Ohne alles. Und Essen? Ja, auch nicht. Trinken auch nicht. Toiletten auch nicht. Einfach so. Ne? Ja, ja. Man kann doch so lange nicht stehen. Ja, eben. Ne? Ich weiß, naja, ich habe mich dann auch mal so hingesetzt, war ja sowieso alles schmutzig. Ich weiß nur, dass vor mir ein tiefes Loch war, eine Grube, ich weiß nicht, die Lanzer, sagte man ja, die buddelten ja immer gleich Löcher gegen Witterung, Windschutz und so. Und in der Nacht, oder ab und zu plätscherte es ein bisschen, dann pinkelte einer rein. Und manchmal plätscherte es ganz stark, dann war einer reingefallen. So ging das immer. Ne? Ja, und als wir nun geflüchtet waren aus Ost-Berlin, da habe ich zu meiner Frau gesagt, wir können ja nach Bayern vielleicht. In Berlin wollten wir nicht bleiben, weil wir Angst hatten, die Russen kommen da als Stars und nehmen sich das. Wir können vielleicht nach Bayern, wir können auch nach Niedersachsen, nur in eine Stadt nicht. Und jetzt können Sie raten, in welcher nicht. Erfurt. Ich hatte natürlich zu dem Zeitpunkt von den Kirchen nichts gesehen, nicht? Von der Schönheit der alten Stadt. Die war ja damals noch sehr schön. Mhm. Und ich dachte nur an dieses schreckliche Lager. Ne? Ja, jetzt könnte ich Ihnen noch weiter erzählen, es wurde immer schlimmer. Wir wurden dann nach 3 Tagen hier auf Viehwagen geladen, oberhalb der Firma Ford. Das ist ja so ein Bahndamm, nicht? Da stand die Lippische Bahn. Wir waren auf einem Notsteg über die Werre geführt worden, rauf auf offene Loren. Und mal mit 40, 50 Mann so in einer Lore und dann tuckelten die los. Und das ging, glaube ich, 2 Tage bis an den Rhein und dann kamen wir, dieser Zug, in eins der Rheinwiesenlager. Das Lager hieß Rheinberg. Inzwischen habe ich mehrere Männer kennengelernt, die da auch waren. Hier der Maler Schulz-Surau war da auch und der Pastor Dröge aus Hohenhausen. Und der Prinz Armin aus Detmold, nicht, das habe ich alles hinterher so gehört. Ja, und da wurden wir auch reingetrieben in dieses Lager, runter vom Zug. Und da waren aber schon zigtausende. Da waren immer sogenannte Cages, Käfige. In jedem waren ein paar tausend. Stacheldraht drumherum, Sandberge. Und wir kamen auf ein Kleefeld. Und es war ein Sonnenschein im Mai. Muss so der 8. Mai, nee, Moment, naja, ist egal, jedenfalls Anfang Mai gewesen sein. Und ja, wir konnten uns ja nun nicht vorstellen, ob das nun endlich das Entlassungslager wäre. Und dann ging das aber los, nicht? Also zunächst mal auch kein Essen, kein Trinken, Toiletten hatten sie irgendwo so Löcher. Und ja, und das war unendlich und grauenhaft, nicht? Und diese Lager waren am Rhein entlang, ich glaube 16 Stück. Und das Schlimmste an der Sache für mich ist, dass das heute keiner weiß. Mhm. Nur der kanadische Schriftsteller James Buck, der hat ein Buch darüber geschrieben, das heißt Der geplante Tod. Denn der Tod war geplant. Eisenhower hatte damals, das kommt im Hinterher raus, die Lebensmittellieferung aus der Schweiz verhindert. Es sollte dezimiert werden. Die Männer starben laufend.
Und wahrscheinlich eben hatte man als 17-Jähriger die Chance, dass der Körper noch ein bisschen widerstandsfähig war, dass man nicht so schnell kaputt ging. Nicht? Und haben auch keine Fehler gemacht, Gras gegessen und so, machten manche, nicht? Haben wir auch nicht. Ich hatte dann noch einen Kameraden bei mir. Naja, also nun habe ich, glaube ich, alle schrecklichen Dinge erzählt und will mal jetzt auf das Schönere zurückkommen. Das alles, was wir da allein mussten, das kam von den Amerikanern. Und ich habe hinterher erfahren, dass diese schrecklichen Lager dann am Ende des Jahres 45 von den Engländern übernommen wurden. Und die haben die armen Kerle dann nach Hause geschickt. Ich war als Jugendlicher vorher in ein anderes Lager gekommen und haben sie also wesentlich besser behandelt. Und so kam es dann auch, dass ich, als ich plötzlich hier gefragt wurde in Herford von einer Künstlerin, der Frau Gisela Franz Osterwald aus Enger, die machte Malunterricht für die englischen Soldaten in der Kaserne. Und da fragte die mich nämlich, ob ich das nicht für sie weitermachen wollte, weil sie weg wollte nach München. Und da habe ich so gedacht, naja, du hast ja Englisch gelernt, was war dein Schulenglisch jämmerlich, denn wir haben ja als Jungs nicht gerne gelernt, immer nur wenn meine Ohrfeige kriegt und hinterher. Sie haben vielleicht gehört, ich habe das englische Verdienstkreuz bekommen, ein MBE. Und nur leider muss ich sagen, dass mit einem Schlage vor ungefähr 3 Jahren oder 4 Jahren jegliche Kontakte abgebrochen wurden. Ich kenne heute nicht einen einzigen Engländer hier aus der Garnison. Wir waren Ehrenmitglieder der Offiziersmesse, Herr Eckstein mit mir zusammen, der hat auch den MBE gekriegt, auch das Verdienstkreuz. Alles aus. Ja. Das sind aber nicht unsere Freunde gewesen, mit denen wir uns heute noch schreiben und telefonieren, sondern das kam von irgendwo von der Führung her. Nicht mehr sprechen mit den Deutschen, die haben den Irakkrieg nicht mitgemacht. Nicht, sind sie nicht mehr unsere Freunde. Also wie gesagt, die echte Freundschaft ist geblieben. Heute kam gerade wieder ein Kalender von der Isle of Wight und ein Brief vom General Cordy Simpson und seiner Frau. Und naja, so haben wir also immer zu schreiben, jetzt vor Weihnachten von bestimmt 20 Sendungen. Nicht? Ja, deswegen ist das jetzt eine ganz gute Überleitung, denn der erste Film, den Sie sehen können, der zeigt nun gleich die Verbindungen zu den Engländern, die auch dahin gingen, dass plötzlich die Frauen der Generäle, die so ein bisschen sich da nun auch engagieren wollten, künstlerisch interessiert waren und dann haben die im Globe, in dem Kino, Kunstausstellungen organisiert. Aber nicht nur für sich, sondern auch für Herforder Malerinnen und Maler. Und mich haben sie eingesetzt als Jury. Nicht? Ja, diese Martha-Leute, die haben ja sämtliche Kunsterzieher, die es zu der Zeit hier gab, überhaupt gar nicht angeguckt. Die kennen uns gar nicht. So sind die hier rein und alles andere weg. Nicht? Die Engländer, die haben das also sehr in Anspruch genommen und das ist auch sehr, sehr nett gewesen. Sie werden in dem Film sehen, da sage ich einmal, dass ich diese Möglichkeit, da etwas für Charity zu spenden, sehr gut finde. Da war es nämlich so, alle Teilnehmer, die mussten ein Bild spenden. Und dieses Bild wurde nachher für gute Zwecke, SOS Kinderdorf zum Beispiel, versteigert. Und diese Versteigerung fand in dem großen Kino statt mit Hunderten von Teilnehmern und sehr fröhlich, sehr lustig, ein ausgezeichneter Ansager oder Leiter. Also wie gesagt, das fand ich ganz hervorragend und vorbildlich. Sowas wäre natürlich schön, wenn wir mal sowas zustande kriegen. Ne? Ja, jetzt geht es weiter hier. Eines Tages hatte ich ja dann die Ausstellung im Kloster Corvey und da rief dann der NDR, der Norddeutsche, die Fernsehanstalt an. Die hatten mein Plakat in Göttingen gesehen und fragten, ob sie nicht einen Film machen könnten mit der Malerei an der Weser, die in Corvey ausgestellt war. Und das haben wir uns dann getroffen in Wambeck an der Weser und dann wurde da gefilmt.
den ganzen Tag und daraus haben die dann 4 Minuten geschnitten. Mhm. Und ich hatte ja vorhin eine wichtige Sache vergessen, wie wir nun doch nach Herford gekommen sind. Das war ein bisschen Zufall. Wir wurden nämlich nach der Flucht aufgenommen in Höxter von einem Freund meines Schwiegervaters. Und von Höxter haben wir dann hier die Regierung Detmold gefragt, ob sie nicht 2 Lehrerstellen hätten irgendwo. Und das war dann eben in Herford. Und da habe ich mich nie getraut, Nein zu sagen. Nicht? Im Gegenteil, wir waren froh. Und als wir dann hier in Herford ankamen, am 8. Dezember 1958, und sind dann aus der Waisenhausstraße, wir waren nämlich in der Herberge zur Heimat, wo die armen Penner da waren, nicht? Was anderes hatten wir nicht mit unseren paar Pappkartons. Als wir dann rausgingen in die Bäckerstraße, Herford im Weihnachtsschmuck, da waren wir getröstet. Ich darf jetzt einmal an dieser Stelle von meiner Seite aus so einige Dinge unterstützen, die Sie so nicht sagen würden. Als erstes, ich habe den Wolfgang Heinrich als Kollegen mit seiner Frau irgendwie im Realschulbereich mal kennengelernt, vor allen Dingen als Bildstellenleiter in dem alten Wannenbad, in dem ich dann mal 10 Wannenbäder anlässlich eines Weihnachtsfestes von meinem Vater von der Schulze-Dee-Straße geschenkt bekommen hatte, damit ich mich dann auch richtig mal in diesem alten Wannenbad dann 20 Minuten lang in eine saubere Badewanne setzen konnte, um mich abzustrubbeln. Sie haben damals diese Bildstelle geführt und das ging alles so neben dem ganz normalen Schulbetrieb, neben der ganz normalen Tätigkeit. Sie sind dann ja genau wie ich Fachleiterkollege geworden, Sie für Ihren Kunstbereich, ich für Sozialwissenschaften. Da hörte man voneinander so ein wenig, jedenfalls ich hörte das eine oder andere. Und dann hatte ich einen befreundeten Kunsterzieher bei uns an der Geschwister Scholl Realschule jetzt, Realschule Wiesestraße Alt, Manfred Thom, mit dem ich jahrelang zusammengearbeitet habe. Und so kam ich dann an das, in Anführungsstriche, Andersmalen von Wolfgang Heinrich ran. Denn Manfred Thom behauptete immer, er würde sich von dem normalen Gegenständlichen weiterentwickeln in eine andere Richtung. Und was ich bei Wolfgang Heinrich immer bewundert habe, ist seine Werkgenauigkeit in seinen ganzen Bildern. Er schaut, er sieht, er übersetzt in seine bildnerische Sprache. Das kann ein Fotograf so nicht. Und wenn man diese Bilder jetzt gesehen hat von der Stille der Weser, der Film hat das zu Anfang für mich heute Mittag, als ich ihn zum ersten Mal sah, ein wenig wiedergegeben, das ruhige Fließen des Wassers, der Oberweser dort. Das hat mich also schon allein von den Naturimpressionen her ungemein vereinnahmt. Und wenn man dann Ihre Bilder sieht, so wie Sie das umsetzen, das ist immer wieder neu faszinierend. Dann haben Sie, das habe ich unheimlich bewundert, als Lehrer in einer sogenannten Sekundarstufe, also nicht in der Grundschule, in der Sie ja weitgehend unterrichtet haben, im späteren Bereich, haben Sie die Blätter für die Herforder Stadtgeschichte für die Grundschulkinder herausgegeben mit einem Lehrerteam, unter anderem mit meinem alten Klassenlehrer Birkemeier. Und ich habe dann gesehen, mit welcher Liebe zum Detail diese Zeichnungen, die nicht von Ihnen waren, sondern von einem anderen aus dem Autorenteam, mit selbstgefertigten Texten so in eine kindgemäße Sprache übersetzt worden sind, dass die Kinder, wie er das eben ausdrückte, die in Herford geboren waren, auch die Herforder Stadtgeschichte erlebten, wirklich gehend erlebten. Und meine Kinder, die ich in meinem Geschichtsunterricht in die Klasse 5, 6 reinbekam, von den Grundschulen, die mit diesem Material gearbeitet hatten, waren immer wieder begeistert, wenn sie dieses Material dann dementsprechend wir wieder zeigen konnten und sagen konnten, das haben wir aber schon in den Arbeitsblättern mit unseren Lehrern, nicht mehr mit Herrn Heinrich, auch mit den anderen Kollegen in der Grundschule erarbeitet. So ist ein Bezug entstanden und dann ist das die Art, still und ruhig, wie Herr Heinrich ist. Als wir dann anfingen, in einem moderneren Team, jetzt in einer Gruppe von einer Stadtführerin, 2 Lehrern und einer Erzählerin,
die Herforder Geschichte mit Heribert und Falken neu zu installieren. Waren wir mit bangen Herzen, Elisabeth Rothfeld und ich, zu ihm gegangen, haben gefragt, dürfen wir denn überhaupt Teile ihrer Arbeit mitverwenden? Oder haben sie was dagegen? Denn die Stiftung der Sparkasse sagte mir gleich, wir haben das auch rausgegeben, da dürft ihr überhaupt nicht herankommen an diese Sachen, da haben wir einen Copywriter. Und da musste ich also da schon kämpfen, dass ich erst mal sagen konnte, Herr Heinrich hat uns das genehmigt, der arbeitet auch zu. Und das ist das Schöne daran, dass wir jetzt in dieser fertiggestellten, wir warten also jetzt nur auf die Zuwendung der Sparkasse, fertiggestellten Stadtgeschichte mit Heribert im Turmfalken, dass wir sie nun drucken können, damit wir das den Kindern in der dritten, vierten Grundschulklasse überreichen können. Da sagt der Heinrich, selbstverständlich, ich bin froh, wenn das weitergeführt wird, wenn mit den anderen Mitteln heute die Jungen in den Grundschulklassen wieder an die Stadtgeschichte herangeführt werden. Das ist also faszinierend und wir dürfen auch ein Bild mit in eines seiner Aquarelle mit reinnehmen. Und als ich dann ihn gefragt habe, wie ist das denn, ich will jetzt in das Buch Aufgewachsen in Herford, so eine Bowern-Sache, die ich als Kleinkind noch erlebt habe, hinter der katholischen Kirche, möchte ich mit in das Buch reinnehmen, das möchte ich fotografieren. Da sagte er selbstverständlich dann auch zu mir, auch da können Sie ein Bild von mir, ein Aquarell, als Gegendarstellung zu dem Foto. Und dann steht denn da drin, Herr Heinrich wollte nie nach Herford kommen und was haben wir ihm zu verdanken. Das ist so ausgedruckt und dann sieht man das Bild. Und ich hoffe, dass es also dann Sie auch berührt, wie das denn in der gedruckten Form vorliegt. Herr Heinrich hat mir mehr oder weniger gesagt, ich sollte keine Laudatio halten. Aber er piekst ja immer noch in die Herforder Stadtgeschichte rein. Und da entspricht er genau dem, was viele von mir im Kulturanker mit Ihnen gemeinsam empfinden. Nämlich, dass wir sagen, wir sind ärmer geworden in der öffentlichen Wahrnehmung von Stadtkultur im bildnerischen Bereich. Da ist angeregt gewesen in der Zeit der Not eine Weihnachtsausstellung, und die hat jahrelang, ich habe das selber noch als Mitglied des Kulturausschusses bewundern dürfen, jahrelang funktioniert, da haben die heimischen Künstler, nicht nur der Stadt, sondern des Kreises Herford, ihre Werke ausgestellt. Natürlich war das eine Verkaufsausstellung, aber das waren unsere Leute, unter anderem eben der Manfred Thurm, Wolfgang Heinrich, Altelski und so weiter, die haben dort Herforder Stadtkultur, ohne dass es Millionen gekostet hat, zur Verfügung gestellt. Und wir sind hingepilgert und haben uns das nicht nur angesehen, sondern wir haben diese Werke auch gekauft. Die hängen jetzt zum Teil bei uns in den Zimmern, in unseren Wohnungen, in unseren Häusern. Und als Sie dann eben so wieder das Stichwort lieferten, die bei Martha wissen gar nicht, nein, die wissen tatsächlich nicht, was wir an Herforder bildender Kunst haben, ohne Martha. Und das muss denen deutlich werden. Und wenn Sie eben das Lob erwähnt haben, ich habe Herrn Nachtigall mit meinen Vorstandsleuten gesagt, entweder machen Sie jetzt Martha auf für unsere Künstler im Ehrenamt, und wir haben ja die ersten Sommerakademien im Martha-Studio auch durchführen können, oder aber 2013 im Jahr der Hansetage machen wir eine Ausstellung, eine große Ausstellung, Herford schockt Martha. Da guckte er mich an wie ein kaputtes Auto, ich sage, verlassen Sie sich drauf. Herford schockt Martha. Und dann machen wir eine Abstimmung mit den Füßen. Wie viele tausend Leute zu uns in die Ausstellung kommen und wie viele tausend gleichzeitig zu Ihnen in die Ausstellung kommen, wenn die parallel läuft. Also, Herr Heinrich, da bin ich auch der Meinung, das, was Sie da immer wieder reinbringen, man kann denken über moderne Kunst, wie man will. Sie erschließen sich mir nicht so sehr, muss ich ganz ehrlich sagen, aber andere mögen das ganz anders sehen. Aber dass man handwerklich und innerlich gut gestaltete Werke so wegdrückt, das kann ich nicht verstehen. Und ich möchte wirklich bitten, dass also auch durch unsere Stadtgeschichte für Grundschulkinder wieder meine Kollegen in den Schulen auch die Kinder wieder heranführen, sowohl im musischen Bereich an Instrumentenbeherrschung wie im malerisch-technischen Bereich, wie kann man bildende Kunst auch in die Schulen reinbringen. Erst dann, wenn man Kunst kann, kann man sich anderen Dingen öffnen. Und das ist also eine ganz wichtige Geschichte, die wir auch wieder durch den Anstoß von Herrn Heinrich eben
erlebt haben, da muss er uns, solange er kann, immer wieder locken, dass er sagt, jawohl, moderne Kunst oder doch nur Clownerie. Solche Artikel sollen uns wachrütteln. Wir wollen das nicht verteufeln, das ist nicht unsere Absicht, aber wir wollen sagen, wir haben eine Parallelkunst und diese Parallelkunst, die kann dann durchaus auch im Glob gezeigt werden, wenn das sich verändert. Wir wollen mit den Herforder Hochschultagen es hinkriegen, dass in Düsseldorf in der Zeit, wenn die Briten abziehen, aus dem Gelände wie in Soest bei dem Abzug der Belgier eine Fachhochschule in Herford entsteht. Das ist keine Träumerei, da sind also richtig Berechnungen da, die werden im Laufe des Jahres und auch im nächsten Jahr immer wieder an die Öffentlichkeit durch mich und meine politischen Freunde, die Wienbürger auch herangebracht werden, herausgebracht werden. Sowas ist umsetzbar und wenn wir die Räume haben in den alten Kasernengelände, können wir da auch eine Fachhochschule unterbringen. Ich bin ganz enttäuscht, dass wir eine Marketing- und Künstlerfachhochschule nicht längst aus Martha heraus entwickelt haben. Wir können uns auf Dauer nicht leisten, nur einen Ausstellungsraum da in der Göhmstraße zu haben, der 2,5 Millionen Euro jährliche Steuergelder kostet. Das geht einfach nicht. Aber jetzt sind Sie wieder dran. Aber Dankeschön. Und dieses Lob an Sie, das nehmen Sie bitte mit. Und dass das jetzt nicht vergessen wird, dass das Lob anerkannt wird von den Briten, aber das Lob in Herford nicht rüberkommt zu Ihnen, das bedauere ich. Und seien Sie stolz, dass Sie diese britische Auszeichnung bekommen haben. Ich bedauere es, dass wir Sie nicht viel mehr in Herford, in der Herforder Stadtpolitik als Künstlergruppe streichern, sondern dass wir sie im Endeffekt jetzt zudecken von dem, was um Martha herum passiert. Aber Sie haben jetzt wieder das Wort, aber das Dankeschön von uns allen, das nehmen Sie bitte mit nach Hause. Dankeschön. Ja, es wäre natürlich jetzt noch vieles zu sagen, aber ich will mal eine Sache erwähnen. Herr Bruder hat schon gesagt, dass nach dem Krieg oder als wir hierher kamen, dauernd Gemeinschaftsausstellungen stattfanden von der Stadt und vom Kreis. Immer kurz vor Weihnachten, das waren immer 20, 25, manchmal vielleicht auch 30 Leute, die da mitmachten, wie Herr Welski zum Beispiel, nicht? Und viele sind ja inzwischen schon verstorben. Und diese Ausstellungen kosteten so gut wie nichts. Die bei einer Gemeinschaftsausstellung hat ja jeder nur zwei Arbeiten oder drei. Die kann sogar ein 84-Jähriger noch selber hinhängen. Nicht? Und ein Katalog wurde zwar gemacht, aber wie ein Schulheft, den druckten sie im Keller vom Rathaus für nichts. Nicht? Also das ging und das war so nett. Man traf die anderen Künstler, die Bevölkerung lernte die Künstler kennen und auch es war auch geschmacksbildend, das spielt ja auch eine Rolle. Ich habe gerade jetzt erfahren, ich habe nämlich noch ein Buch vorbereitet, ein 14. Weserbergland. Und das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, da sagte mir der Verlagsleiter, die jüngere Generation will solche Sachen gar nicht mehr angucken. Die haben dafür keinen Sinn. Und das ist natürlich schrecklich. Ich habe das bestätigt gefunden hier in einem Herforder Gymnasium, ich sage jetzt mal nicht in welchem. Da bin ich hingegangen zum Tag der offenen Tür, um mal zu gucken als alter Lehrer, was die so an den Wänden haben. Und in den Klassen hatten die nichts. Ein paar Zettel, ein paar Fotos aus. In den Fluren an einer Stelle mal so ein paar Acrylbilder, da ist irgendwie mal eine Aufgabe gestellt worden, aber man konnte keine Führung erkennen, wo das hin sollte, was die dabei lernen sollten. Das war wahrscheinlich der amerikanische Versuch, Fantasie spielen lassen. Aber von künstlerischen Techniken kriegen die nichts mehr mit. Und jetzt kommt noch eine andere gravierende Sache, da sprach mich der Landrat, Herr Manns, an neulich und sagte, Herr Heinrich, können mir vielleicht helfen, was sollen wir denn bloß mit den Arbeiten von Alf Welski haben? Die liegen hier bei mir und keiner will sie haben und keiner will sie kaufen. Aber das Allerschlimmste ist, es weiß auch keiner, was die wert sind. Und da wurde mir bewusst, wie eben auch diese interessante alte Radiertechnik völlig vergessen worden ist. Sowas lernen die Schüler nicht mehr. Der Herr Lerche, der hat mal vor 10, 15 Jahren
extra eine große, schöne Presse gekauft. Da sollte ich in Bremen da bei der Messe drucken, als besondere Vorführung der Stadt. Und die rostet irgendwo jetzt da im Museumskeller. Die benutzt keiner. Es gibt keinen Lehrer und keine Lehrerin hier in Herford, die den Kindern wenigstens einen Linolschnitt beibringt. Nicht? Die haben natürlich da keinen Sinn und auch keine Freude daran. Ich habe mich nachher sehr wohl gefühlt mit den Jüngeren. Das war so nett, wie eine große Familie. Man freute sich nach den Ferien, die Kinder wiederzusehen. Die Kinder freuten sich auf die Schule. Und so muss es sein. Nicht? Nicht, dass die während des Unterrichts da aufstehen und umhergehen und schreien und die Mütze aufbehalten und sich nicht mehr erheben, wenn der Lehrer oder die Lehrerin reinkommt. Das sagte mir gestern noch jemand, da hätte irgendjemand gesagt, das wäre ein Kotau, nicht? Wenn die da aufstehen und mal einen Moment ruhig sind. Das ist da Begrüßung. Gut. Wenn Sie zurückblicken jetzt auf Ihre auch Anerkennung hier in Ihrem künstlerischen Schaffen in unserer Heimatstadt Herford, dann darf eins jetzt bei dem, was ich eben angesprochen habe, mit der jetzigen Kunstszene in Herford nicht untergehen, als würden Sie jetzt nur zurückblicken. Sondern es gibt einfach auch Menschen, die auch heute noch sagen, Herrn Heinrich, mit dem, was er gemacht hat und was er jetzt noch macht, müssen wir auch noch dementsprechend würdigen. Und da meine ich, gehörte dieser Auftritt in Düsseldorf auch noch mit dazu. Und darum bitte ich Sie, dass Sie einfach uns mal schildern, was hat es damit zu tun gehabt, warum sind Sie von der Ministerin Schäfer, die ja aus unserer Region kommt und Sie als Künstler aus dem Detmolder Bereich ja von da von Lippe kennengelernt hat, nicht von Herford, was hat diese Frau da bewogen, Sie nach Düsseldorf zu bitten, was sollten Sie tun und was haben Sie da präsentiert? Ja, ich muss sagen, das ist so ein bisschen peinlich, das so auszudrücken, dass ich eben von Lippe sehr stark unterstützt werde. Nicht von der Stadt Herford, muss ich leider sagen. In Lippe ist auch, sind verschiedene Bücher gemacht worden und auch die Stiftung vor allen Dingen ins Leben gerufen. Das hat mir hier der Rechtsanwalt Spickemann damals vorgeschlagen, dass das doch eine sinnvolle Sache wäre. Und durch diese Stiftung oder der Stiftungsrat ist an die Ministerin herangetreten und hat gesagt, wir hätten doch mal hier etwas zu bieten aus unserer Heimat. Und das war nun der Herforder Heinrich. Ne? Und denn die Ministerin stammt ja aus Lage, Frau Ute Schäfer, und die anderen Mitglieder des Stiftungsrates, die kennen sich untereinander und wollten eben auch dem Maler mal die Möglichkeit zu geben, zu zeigen, was er leisten kann. Und es war also so, wir sind hintransportiert worden, ich brauchte Gott sei Dank nicht zu fahren auf dieser Autobahn, die an dem Tag besonders schrecklich war, mit den vielen Lastwagenkolonnen und schlechtem Wetter. Und wir sind aber dann da gut angekommen. Und es ging darum, nun in einer Zeit von 16.30 Uhr bis 18 Uhr ein Bild zu malen. Ein Bild aus dem Fenster der Ministerin auf den Rhein und die wichtigen Regierungsgebäude mit dem Fernsehturm. Und ich hatte das vorher nicht gesehen. Ich bin da dann reingekommen in den Raum und dann habe ich da eben alles aufgebaut, hatte meine Staffelei mit, die Sie hier auch gesehen haben, diese Metallstaffelei. Und nach einem kurzen Gespräch vor der Gesellschaft, es wurden ja eine ganze Menge Leute eingeladen, vor allen Dingen Juristen, mehrere Gerichtspräsidenten, weil unser Rechtsanwalt hat eine neue Idee. Er möchte Mediationsräume einrichten in den Justizgebäuden. Und in diesen Mediationsräumen soll versucht werden, dass die Menschen, die dort sich beklagen, dass die sich vertragen, ohne dass ein Richter tätig werden muss. Und das ist nun das Besondere, dazu brauchen die freundliche Landschaftsbilder. Und da bin ich nun beteiligt. Und da sind bereits in einigen Gerichtsgebäuden sind schon die Bilder
Die sind da allerdings in Dauerleihgabe. Nicht? Es ist nicht so, dass der Heinrich nun davon plötzlich ein reicher Mann wird. Aber es macht ja trotzdem Freude und außerdem ist es ja für eine wirklich gute Sache. Nicht? Also schönen Dank. Ja. Wir werden nicht entlassen, ohne noch ein paar Worte von mir zu hören. Wir bedanken uns natürlich ganz herzlich, dass Sie diese Reihe Herford auf Frau Herford heute Abend bereichert haben. Gerade in dieser Mischung von Ihnen persönlich zu berichten. Und mich persönlich hat es auch besonders berührt, dass jetzt in der Akzeptanz und Ehrung durch die Frau Ministerin auch ihre Frau mit ins Bild hineingekommen ist, die ja immer bescheiden zurückgestanden hat in ihrer. Aber nachher aufgeräumt hat. Sie hat Ihnen immer den Rücken freigehalten und viele dieser Frauen tun das ja. Bei Ihnen ist es ja nun so, dass Sie eine Frau haben, die also auch von ihrem Fach sehr die versteht und die natürlich auch kritisiert und sie scheinen ja auch auf sich zu hören. Also ja, das zeichnet sie ja dann auch, sie jetzt als Person. Sie werden nicht nur in Düsseldorf und nicht nur in Lippe, sie werden auch in Herford geschätzt. Ja, von daher schönen Dank fürs Kommen und einen guten Heimweg und Ihre besten Wünsche an Ihre Gattin und vor allen Dingen für Sie, was also auch in Düsseldorf geäußert worden ist, noch viel Frohsinn und viel Schaffenskraft, dass es weiterhin so geht. Dankeschön. In diesem Sinne. Schönen Dank.